Moin Moin, mein Name ist Sebastian und heute möchte ich mit euch gemeinsam dieses Kombigerät von Parkside testen, 4 in 1. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. Und da ist es, 4 in 1, dieses Kombigerät von Parkside. Wir haben hier 4 verschiedene Funktionsmöglichkeiten. Ich habe mir das Ganze über Amazon bestellt, sprich es kam groß im Karton an und separat kamen nochmal 2 kleinere, einmal der Akku und einmal das Ladegerät. Habe ich vorweg schon mal ausgepackt und geladen. Der Akku 20 Volt, 2 Ampere. Ist auch universal einsetzbar, glaube ich, für die gesamte Serie von Parkside. Und wir können hier bohren, schleifen, sägen. Nochmal sägen, beziehungsweise ein kleines Multitool ist mit dabei. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal gemeinsam aus. Das ist ein Kunststoffkoffer, steht ganz groß Parkside drauf. Natürlich nicht mit dem Kunststoff, den wir kennen aus, von anderen Herstellern. Es ist halt so ein, ich will jetzt nicht sagen billig Kunststoff, aber es fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an. Aber es macht, denke ich, was es soll. So, jetzt fällt mir das erste Zubehörteil auch raus und man sieht, die liegen einfach nur lose drinne, die 3 Tools beziehungsweise 4 und hier oben haben wir noch ein bisschen Zubehör, finde ich auch ganz gut. Das heißt, wir können da eigentlich direkt schon loslegen. Ja, soll ich sagen, viel Kunststoff. Wir haben hier wahrscheinlich zum Öffnen und Schließen. Das heißt, wir können dann vorne den Aufsatz abnehmen und das Ganze raufstecken. Geht ziemlich einfach. Ja, dann das Übliche halt, ne? Wir können hier die Drehzahl regulieren beziehungsweise den Drehmoment bis 19, dann auf Stufe bohren und hier ist Stufe 1 und Stufe 2. Lässt sich ganz einfach bedienen. Wir haben hier ein vernünftiges Bohrfutter aus Metall, das finde ich sehr, sehr gut. Und ist alles gummiert. Links-Rechtslauf wie ein handelsüblicher Akkuschrauber eben. Raufschieben geht auch sehr einfach. Vorne lösen finde ich ganz gut. Ich kenne ein, zwei Hersteller, wo ich letztens das Problem hatte, dass wenn man den Akku draufsetzt, dass das so verkantet und so, und das ist hier nicht der Fall. Es ist wirklich sehr, sehr reibungslos und macht natürlich dann auch richtig Spaß oder Bock zu arbeiten. Ne? Wenn man, also ihr kennt es wahrscheinlich, wenn so ein Akku verkantet oder nicht richtig rauf geht und man immer genauer hingucken muss, das kann ich natürlich in Schlaf machen. So. Ja, und dann Power hat er. Ich würde sagen, wir versuchen mal mit dem Aufsatz die ersten Bohrversuche. Im Lieferumfang sind HSS-Bohrer und wir haben hier bis maximal 13 mm im Bohrfutter können wir einspannen. Ja, das Ganze ist hier schön geriffelt. Ist natürlich sehr angenehm, wenn man das Ganze nochmal festziehen will. Ja, also es ist ein Bohrer, er bohrt, es ist natürlich ein Metallbohrer, das heißt, ihr könnt damit auch Metall bohren, unter anderem auch Holz. Es funktioniert und ich denke, für einen Einsteiger und einen Heimwerker reicht es vollkommen aus. Wichtig oder was ich toll finde halt ist, dass der Bohrer im Bohrfutter nicht durchdreht. Was mir persönlich natürlich sehr gut gefällt, ist der Wechsel. Der geht nämlich wirklich reibungslos. Das Draufstecken und das Lösen wieder. Jetzt nehmen wir mal das Bohrfutter runter und wir fangen mit dem ersten Aufsatz an. Und zwar ist das für eine Säbelsäge. Sprich, ihr könnt hier mit Holz und Metall sägen. Je nachdem, was ihr für ein Sägeblatt drin habt. Ist natürlich auch mit dem Lieferumfang einmal ein Metallsägeblatt und einmal ein Holzsägeblatt. Mit einem Schnellspannverschluss. Kennt ihr wahrscheinlich, könnt ihr hier lösen und dann könnt ihr das Sägeblatt hineinstecken. Passen auch, wie gesagt, alle anderen, das ist ein Normverschluss. Ja, und passend dazu habe ich mir dann ein Holzgestell ausgesucht. Wer uns auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben ein Terrassendach, wurde uns angeliefert, was wir natürlich jetzt im neuen Jahr, sobald es ein bisschen wärmer wird, wieder anfangen aufzubauen. Und einfach abonnieren, darüber gibt es dann auch ein Video. So, die Bedienung ist ein bisschen, also wir müssen ja hier das Ganze anmachen.
Und hier hält man das Ganze dann fest und dann, ja, versuchen wir mal unser Glück. Zwei Bretter auf einmal hat er gemacht. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze so ein bisschen zu handeln, aber es funktioniert und ja, genauso gut wie eine ganz normale Säbelsäge. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Säbelsäge hier. Es tut, was es soll und ich habe auch hier, ihr könnt sehen, zwei große Paletten gehabt, eine beziehungsweise bei der ersten. Bei der Hälfte ungefähr hat der Akku schlapp gemacht, da mussten wir das Ganze laden und die Akkuanzeige funktioniert auch tadellos und danach ging es auch wieder weiter, Ladelaufzeit ungefähr 1,5 Stunden ungefähr hat das Ganze gebraucht. Wie gesagt, das Sägen macht wirklich eine Menge Spaß. Nachteil ist natürlich durch diese Form hier, dass wir irgendwie begrenzt sind. Das heißt, ihr könnt es hier schön sehen, dass ich irgendwann an meine Grenzen kam, aber es funktioniert und es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ihr diesen Griff drücken müsst und den hier anfassen müsst. Aber das habt ihr ja bei der richtigen Säbelsäge, ist meistens der Griff hinten. Ist ja identisch irgendwie, ne? Nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schnittkanten sehen auch sehr, sehr sauber aus in diesem Gerät. Also wie ich es erwartet habe, es ist ein sehr, sehr grobes Sägeblatt. Also das heißt, wir haben einen groben Sägeschnitt, aber dazu ist das Ganze ja da, um grobe Schnitte vorzurichten. Ich würde sagen, wir schauen uns mal jetzt das nächste Tool an, beziehungsweise das nächste Adapter, das zum Schleifen. Und dazu müssen wir das Ganze auch wieder wechseln. Es geht wirklich sehr, sehr einfach und macht auch richtig Spaß, weil das halt so einfach funktioniert. Schleifpapier war alles mit dem Lieferumfang dabei. Ich habe jetzt hier einen 240er aufgesetzt. Der Klett sitzt wirklich sehr, sehr fest. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und ich habe jetzt hier mal so ein Stück Bohle von dem Restholz, was ich gerade zugesägt habe oder zerschnitten habe. Und wir schleifen jetzt mal so ein bisschen. Und ich muss sagen, und was soll ich sagen? Ja, wir können damit schleifen. Das Ganze funktioniert. Natürlich kann ich jetzt nicht testen, wie das Schleifbild ist in Verbindung zu einem anderen Schleifgerät oder zum Exzenter-Gerät. Aber das Ganze funktioniert, das ist schon mal toll. Und ich würde sagen, wir probieren das mal an einer Rigipswand aus, weil gerade unser aktuellstes Projekt eine Trennwand ist. Und auch hier funktioniert es wirklich sehr, sehr gut, wie ihr sehen könnt. Also es macht, was es soll. Und ja, ich bin wie bei dieser Säbelsäge hier wirklich damit sehr, sehr zufrieden. Nochmal kurz zu erwähnen, es gibt auch so ein Adapterstück, was ihr hier reinstecken könnt an der Seite. Und dann könnt ihr auch eine Absauganlage oder sowas dergleichen hier anschließen. Finde ich ganz praktisch, dass Parkside auch daran gedacht hat. Und beim letzten Tool bzw. Adapterstück, da kann ich euch gar nicht genau die Bezeichnung dazu nennen. Ich weiß nur, wir können hier einen Schleifaufsatz wieder aufstecken oder verschiedene Aufsätze zum Sägen oder zum Schaben, beispielsweise alten Teppichbodenbelag. Hier können wir beispielsweise, Laminat habe ich damit ganz, ganz oft ausgesägt, das ist dafür möglich. Na, wenn ihr es wisst, die Bezeichnung hierfür könnt ihr die ja mal da lassen in der Videobeschreibung. Um das Ganze einzuspannen, müssen wir es einfach nur nach hinten klappen. Ich muss sagen, es geht ganz schön schwer, weil wir hier das voneinander trennen. Und man darf natürlich seine Finger nicht hier einquetschen. Und dann wird das Tool einfach hier, ja, wie rum ist, glaube ich, egal, draufgesetzt. Und dann auch losgelassen. Das ist halt das Gefährliche. Und dann sitzt das Ganze auch fest. Und wir können theoretisch auch loslegen. Also Fazit, es funktioniert, ja. Ich denke aber,
Es ist wirklich für vielleicht filigrane Stellen im Plexiglasbereich oder eventuell Kunststoffrohre oder weiche Aluminiumrohre, Stahl wahrscheinlich nicht, dafür sehr geeignet. Ich denke, dass die Stärken wahrscheinlich da drin liegen, dass man so eine Art Spachtelfunktion hat, wo du beispielsweise einen Teppichboden oder alte Belege von wegkratzen kannst. Habe ich leider jetzt nicht zum Testen. Wir werden nochmal jetzt diesen Schleifaufsatz aufsetzen und schauen, wie der sich so schlägt. Im Übrigen waren jetzt auch passend im Zubehörset mit dabei auch Schleifpapier. Das heißt, wenn du das Set kaufst, kannst du auch schon loslegen mit dem Schleifen, mit dem Schrauben, mit dem Bohren. Und wir haben jetzt hier 60er, 80er und 120er. Und hier haben wir 60er, 120er und 240er. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal hier einfach mal zum Testen einen 60er. Also es macht, was es soll, es schleift wirklich und die Oberfläche ist wirklich angenehm weich. Wir könnten das natürlich jetzt weitermachen mit einem 80er und einem 120er, beziehungsweise sich weiteres Zubehör dazu kaufen. Und ich denke, es erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt mal zu meinem Fazit von diesem Kombigerät. Ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze auszuprobieren. Und ich bin letztendlich nicht enttäuscht. Es gibt ein Tool, das ist... Was heißt fragwürdig? Ich denke, ich hatte nicht die idealsten Bedingungen, um das zu testen. Aber fangen wir mal einfach an mit dem Aufsatz hier zum Bohren und Schrauben. Toll gemacht. Wie gesagt, ich bin noch nach wie vor begeistert von diesem Wechselmechanismus. Der geht wirklich sehr, sehr gut. Das Bohrfutter ist auch toll. 13 mm Durchmesser. Wir haben hier Metallvorbohrer, was geriffelt ist. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist halt, die Drehzahl. Wir können die Geschwindigkeit nicht regeln, beziehungsweise hier 1, 2, aber das macht nicht so einen wirklich großen Unterschied. Wir haben es gemerkt, wir haben damit Rigips geschraubt und das war nicht so wirklich vorteilhaft. Ansonsten bohren, schrauben geht, nur die Feinarbeiten, die sind, naja, so fraglich. Ich habe gemerkt, dass man, wenn man den Griff halb durchdrückt, dass man auch nur wirklich die halbe Power bekommt. Aber ich hätte mir doch... Ihr seht jetzt hier, die halbe Power. Aber ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass wenn ich hier oben das Ganze reguliere, dass das dann auch eine größere Wirkung hat. Ansonsten wirklich macht, was es soll. Dann dieses Gerät hier, die Säbelsäge, hat wirklich einen Haufen Spaß gemacht. Nachteil ist natürlich da, durch diese Konstruktion, durch diese Verwinkelung sind wir so ein bisschen arbeitstechnisch oder vom Händeln her so ein bisschen ist das Ganze begrenzt. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und es macht wirklich, was es soll. Danach haben wir unseren Schleifaufsatz verwendet. Auch mega Ergebnis, also funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Nur die Lautstärke, das ist so ein bisschen, kann man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Dann... Ja, davon war die Rede hier. Ich weiß leider die Bezeichnung nicht. Ich bin eigentlich enttäuscht davon, aber ich denke, ich habe auch so ein Kombigerät von anderen Herstellern. Und ich weiß, die Vibration, die ist normal, die war hier gefühlt aber viel, viel stärker. Und ich denke, dass das Gerät auch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht wirklich die idealen Voraussetzungen oder Testbedingungen dafür, aber es funktioniert. Allgemein kann ich das Ganze hier wirklich weiterempfehlen. Für 140 Euro haben wir wirklich 4 Geräte. Wenn ich jetzt überlege, ich kaufe mir die 4 Geräte alle einzeln, liege ich wahrscheinlich bei 400-500 Euro. Deswegen von mir ein Handwerker-Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich über einen Kommentar von euch freuen, beziehungsweise über eure Erfahrungen von diesem Gerät oder allgemein vom Parkside. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Gerät zu Hause stehen. Ich würde sagen, bis dahin, bis nächste Woche, euer Mr. Handwerk.